Hallo liebe Leute, in diesem Video geht es darum, wie Maybrit Illner mit Gauland zu Gast ihren Auftrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks nicht erfüllt hat, sondern stattdessen das Publikum gezielt getäuscht wurde, Propaganda verbreitet wurde, ungezielt Desinformation zugelassen wurde. Gehen wir die Sendung Stück für Stück durch. Fällt auch gerade ein, dass Sie es ja, glaube ich, waren, der die Zeit der Nazi-Herrschaft als Vogelschiss in der Geschichte bezeichnet hat. Entschuldigung, wenn ich das sage. Also entweder ist es jetzt ganz dramatisch, was wir da an Schuld auf uns geladen haben, dass wir sogar Angst haben müssen vor Russland, oder es ist etwas, was sich in Ihrer Rechnung, in Ihrer historischen Rechnung als Vogelschiss aussieht. Also, liebe Freunde, es ist nicht die feile englische Art, jetzt mit dem Vogelschiss zu kommen. Warum? Ich habe, weil ich nur x-mal mich dafür entschuldigt habe, da ist nie sozusagen der Holocaust oder das Nazi-Regime das gewesen, was ich ausgedrückt habe, sondern die Kürze der Zeit. Das war ein falscher Begriff für die Kürze der Zeit. Ich habe mich dafür entschuldigt, mehrmals, und muss mir das nicht ununterbrochen anhören. Sie sind nicht so häufig bei uns. Entschuldigung, ich habe ja immer zugegeben, dass es ein Fehler war, weil man eine Kürze der Zeit nicht so formulieren kann. Aber ich habe es x-mal gesagt. Was ist das Tückische an dieser Vorgehensweise? Zunächst mal hat man denken, okay, das ist jetzt nicht die feine Art. Maybrit Illner hat das jetzt zum 100. Mal gebracht. Die Öffentlich-Rechtlichen und die großen Medien bringen das die ganze Zeit. Das ist natürlich irgendwie nervig, aber Gauland hatte jetzt hier die Gelegenheit, es gerade zu rücken, darzustellen, wie er es gemeint hat. Was ist jetzt also das Schlimme daran? Das Problem ist, dass allein durch die Erwähnung es unterbewusst an Bedeutung gewinnt. Das heißt, je öfter etwas erwähnt wird in der Öffentlichkeit, je öfter man es von verschiedenen Seiten hört, desto wichtiger empfindet man es. Und es ist jetzt auffällig, bei der AfD, da werden die gleichen Zitate, sei es Vogelschiss oder 180-Grad-Wende, es wird immer wieder aufgewärmt und immer wieder gebracht. Hingegen bei den Grünen oder bei anderen Parteien, wo die Politiker viel schlimmere Sachen gesagt haben, beispielsweise die Vorsitzende der Grünen Jugend, Sarah Lee Heinrich, hat in Tweets mehrfach gesagt, ja, sie wolle irgendjemanden sterben sehen, auf die grässlichste Art und Weise. Und auch wenn sie 14 war, aus meiner Sicht, es ist jetzt nicht normal, mit 14 Jahren dauernd zu tweeten, man wünscht sich, dass jemand auf die allerschlimmste Art und Weise stirbt. Aus meiner Sicht, dass so jemand Vorsitzende der Grünen Jugend wird, das wirft Fragen auf. Und natürlich könnte man auch erwähnen, Winfried Kretschmann, er war führend in einer kommunistischen Vereinigung tätig, offen antidemokratisch. Das wird ihm auch nicht dauernd vorgehalten. Oder es gibt so viele, unendlich viele Zitate, die bedenklich sind, die einfach nicht aufgegriffen werden. Auch aktuell. Sondern es werden nur Sachen von der AfD gedreht und dann immer wieder verwendet. Beispielsweise war beim Vogelschiss klar der zeitliche Bezug. Das hat auch die Staatsanwaltschaft, Gauland wurde angezeigt, das hat auch die Staatsanwaltschaft festgestellt. Und es ist auch das, wie man es verstanden hat, wie man es auch im Kontext der Rede verstanden hat. Allein dadurch, dass man es hört, funktioniert es. Man hört es andauernd, es gräbt sich ins Unterbewusstsein ein, Gauland, Problem, Vogelschiss, AfD, Problem. Wohingegen bei den anderen Parteien, da wird sowas einfach gar nicht erwähnt, dann hat man das Gefühl, da ist nichts passiert, da ist nichts Relevantes passiert. Und es kommt einem nur deshalb nicht relevant vor, weil es nicht erwähnt wird. Hart, aber fair. Beispielsweise der Moderator, er hat sich offen darüber lustig gemacht, dass eine Frau belästigt wurde und hat dann spöttisch gesagt, ja, können Sie kein Englisch und so weiter. Niemand hat das aufgegriffen. Es kamen keine Berichte, kein gar nichts. Und allein dadurch, dass es nicht erwähnt wird, kommt es einem nicht so schlimm vor. Wenn jetzt die Medien eine ganz große Welle machen würden, unterbewusst würde man es viel schlimmer empfinden. Das heißt, bei uns ist es so, dass wir uns mit unserem Verstand vor Augen führen müssen, wie schlimm das eigentlich ist. Dass es also nicht einfach so getriggert wird, sondern wir müssen uns vergegenwärtigen, was ist hier passiert, das nachvollziehen und dann merken wir, aha, wie schlimm ist es. Aber das machen die meisten Leute nicht. Die meisten Leute lassen es einfach auf sich wirken. Und unterbewusst ist dann das Ergebnis da. Das eine findet man ganz schlimm, das andere ist halt nicht so wichtig. Aus meiner Sicht, Gauland hat ja gut geantwortet, hat in den Mittelpunkt gestellt, dass Illner das ganz oft gemacht hat. Was er noch hätte machen können, ist, auch jetzt, wie ich es gemacht habe, diese Wirkungsweise in den Vordergrund zu stellen. Und dass das also deswegen schlimm ist, dass sie das macht. Dass die Leute auch verstehen, warum es schlimm ist, dass sie das jetzt gemacht hat. Mit dieser unterbewussten Wirkungsweise. Und wenn die Leute darüber nachdenken, dann können sie es auch nachvollziehen. Aha, ja, stimmt. Wenn ich das andauernd höre, dann kommt es mir wichtig vor.
über das besondere Verhältnis der Deutschen zu Russland noch mal zu reden. Und da gibt es ein interessantes Foto, Herr Gauland, von Ihnen und Tino Chrupalla in der russischen Botschaft am 9. Mai. Da füge ich gleich hinzu, dass Sie gesagt haben, dass das nicht das richtige Datum waren, zu dem Sie in der russischen Botschaft waren. Weniger interessant ist vielleicht dieser Fakt, als zu sehen, was sich anschließend in einem AfD-internen Chat abgespielt hat. Gestern war ich beim Empfang in der russischen Botschaft anlässlich des Kriegsendes. Nicht um für Befreiung zu danken, wie die BZ schreibt, sondern um die deutsche Sicht auf Geschichte und Gegenwart zu erläutern. Mein Geschenk? Eine Tasse mit preußischem Adler. Für Frieden und Aussöhnung. Und so waren die Reaktionen auf Chrupallas Tweet in einem internen Chat der Partei. Ihr habt uns ein Drittel unseres Staatsgebiets geraubt, Millionen Deutsche vertrieben, unzählige Frauen vergewaltigt und das Land ausgeplündert. Wir wollen das mit euch feiern. Nein, wir müssen keine Soldateska ehren, das waren keine Soldaten, das waren barbarische Mongolenstürme. Am Tag der Schande vor den Vergewaltigern zu knien geht gar nicht. Herr Gauland, wenn Herr Chrupalla und Sie für Russland viel Verständnis haben, was sind dann diese Kollegen von Ihnen? Sind es Russland-Hasser, die zu viel Lanzerhefte gelesen haben? Oder? Ich weiß nicht, ich bin in Chatprotokollen nicht drin. Ich habe keine Ahnung, aber natürlich gibt es Leute, die aus der Tatsache, alles Mitglieder des Bundestages, aus Ihrer Fraktion, Entschuldigung, das ist diese Quasselgruppe, das gibt es einfach Kollege von uns. Ich habe ja schon gesagt, der 9. Mai war das falsche Datum, sondern wir hätten an dem Tag, wir hatten ja zwei Einladungen, an dem Tag, dem russischen Nationalfeiertag, da hätte man das machen können. Insofern war das ein Fehler. Ehrlich gesagt, das interessiert mich nicht, was Leute aus der Quasselgruppe sind. Sie sind Ehrenvorsitzender. Sie sind Ehrenvorsitzender. Das interessiert mich trotzdem nicht. Entschuldigung, wenn ich mich mit jedem beschäftigen würde, der in irgendeinem sozialen Medium aktiv wird, dann könnte ich es aufgeben. Mhm. Das ist ja jetzt noch nicht jeder nochmal. Es sind alles Mitglieder des Bundestages. Sie sind also in der Fraktion der AfD. Mich würde interessieren, Melanie Ammann, wie geht das in der AfD, dass eigentlich beides nebeneinander existiert in der Partei? Zum einen eben offensichtlich die Russenversteher und zum anderen die, die maximal geostrategische Interessen den Russen zuschreiben. Hier ist auffällig, dass das ZDF die Tweets veröffentlicht hat, aber nicht die Namen. Was ist das Problematische an den Tweets? Es sind verallgemeinerte Tweets. Es gab natürlich schlimme Vorgänge nach dem Zweiten Weltkrieg oder in dem Jahr 1945. Es gab viele Vergewaltigungen und Morde und so weiter. Aber es bringt nichts zu verallgemeinern. Das waren natürlich einige Soldaten, aber es waren nicht alle. Und vor allem muss man sich auch in die Situation hereinversetzen. Die Soldaten haben sehr wahrscheinlich gewusst, dass die Deutschen, um es vorsichtig auszudrücken, nicht gut in Russland mit den Russen umgegangen sind. Und wenn jetzt Verbrecher gegen die Zivilisten vorgehen, was sollen die anderen dann machen? Und auch wenn einzelne Kommandeure oder ich weiß nicht wie viele Kommandeure das gutheißen und da die Soldaten den freien Lauf lassen, was sollen die anständigen Soldaten machen? Sollen sie jetzt ihre Kameraden erschießen? Sie werden dann wahrscheinlich bestimmt, ja, ihr Weicheier jetzt, die Deutschen sind auch nicht mit uns besser umgegangen und so weiter und so fort. Das heißt, es ist aus meiner Sicht nicht gerecht, Russland oder alle Russen in Kollektivhaft zu nehmen für die Vergewaltigung nach dem Zweiten Weltkrieg. Das ist nicht gerecht. Und so zu argumentieren oder in Tweets das so verallgemeinert darzustellen, das bringt einfach nichts. Das heißt, die Leute, die das in dieser Quasselgruppe veröffentlicht haben, es ist entweder total dumm, aber aus meiner Sicht ist es zu dumm. Aus meiner Sicht ist es so, diese Leute haben das absichtlich von sich gegeben, um es dann durchzustechen. Und die anderen haben halt gedacht, naja gut, ist vielleicht nicht das Beste jetzt gewesen mit dem 9. Mai, ist ungünstig. Aber aus meiner Sicht, so darf man sich niemals äußern. Und wenn man sowas erlebt, das muss man, also verallgemeinernd, das bringt nichts, das bringt überhaupt nichts und das muss man unbedingt unterbinden. Aber auffällig ist jedenfalls, das ZDF hat die Namen nicht genannt. Und natürlich haben sie die Namen. Das heißt, derjenige, der durchgestochen hat, der hat natürlich die Information, den Chat und er hat die Namen, wer es gesagt hat. Und es wurde jetzt hier absichtlich nicht veröffentlicht, wer es gesagt hat.
weil das ist ja vollkommen naheliegend. Wenn jetzt diese Tweets gefallen sind, dann muss natürlich auch gesagt werden, wer es war. Oder jetzt zu tun, das würde auf die ganze AfD zutreffen, ist natürlich nicht gerecht. Aber das wird natürlich jeder Eindruck vermittelt. Und vor allen Dingen werden die Leute geschützt, die es gesagt haben. Und da kommt natürlich der Verdacht, liegt nahe, dass es absichtliche Provokationen waren, um die AfD schlecht darzustellen. Das heißt, die Leute haben es absichtlich gesagt, um es dann durchzustechen, um die AfD öffentlich schlecht zu machen. Das heißt, es sind hier wahrscheinlich so ein paar Mini-Meutens, sind immer noch in der Bundestagsfraktion, die möglicherweise bestochen worden sind. Also ich kann es nicht beweisen, aber es erscheint mir naheliegend. Allein schon derjenige, der das durchgestochen hat. Es ist natürlich klar, dass genau sowas den Ruf der AfD schädigt. Weil was passiert hier? Es wird dann hier der Eindruck vermittelt, ja, die AfDler. In Talkshows, der Gauland und andere, sie tun ganz gemäßigt, aber in Wahrheit sind sie barbarisch. Sie können sich nicht benehmen. Das heißt, hier an der Oberfläche, sie können alle ganz nett tun, sie können jetzt hier alle ganz sachlich reden, die Weidel, die können sie ins Schaufenster stellen, aber tatsächlich sieht es ja ganz anders aus. Das heißt, wenn sie sich unentdeckt wähnen, dann reden sie ganz anders. Das sollen jetzt hier die Leute glauben. Aus meiner Sicht, das hat auch großen Erfolg gehabt. Genau solche Aktionen haben früher den Ruf der AfD nachhaltig ruiniert in der Bevölkerung. Das hat den Ruf zementiert, die AfD ist unwählbar. Solche Aktionen gab es im 2019, 2020 andauernd und Meuthen hat ja auch ständig den Eindruck erweckt, dass die Ost-AfD beispielsweise, dass sie unwählbar ist, dass sie, er hat sie nicht geschützt, er hat sich davon distanziert und hat gesagt, ja, das sind die, die sollen eigentlich eine eigene Partei gründen. Wir sind die Guten, wir sind die Gemäßigten, die Anständigen und die Leute da, die können sich nicht benehmen, die sind eigentlich untragbar. Es muss aus meiner Sicht jetzt unbedingt herausgefunden werden, wer diese Leute waren, wer diese Tweets gesetzt hat. Und sie müssen aus meiner Sicht, sie müssen die härtesten Strafen bekommen. Weil es ist natürlich klar, in der Bundestagsfraktion, jeder muss eigentlich wissen, dass das durchgestochen werden kann. Und so darf man sich nicht äußern. Also aus meiner Sicht sollten diese Leute rausfliegen, weil das bewusste Parteischädigung ist. Es ist klar, in der AfD-Quasselgruppe, das ist nicht privat, das wird im Zweifel durchgestochen, man kann davon ausgehen, dass es im Zweifel an die Öffentlichkeit kommt. Dass nicht alle dicht halten, sozusagen. Wenn irgendwas passiert, was nicht an die Öffentlichkeit kommen sollte. Jeder muss intern so reden, wie er in der Öffentlichkeit reden würde. Man kann alles sagen, man muss es nur präzise formulieren. Und verallgemeinerte Aussagen sind immer ungerecht und sind immer Provokationen. Egal auf wie viele es zutreffen mag, es betrifft immer nie alle einer Gruppe. Und man zieht immer alle mit rein. Es ist nie gerecht. Kommen wir jetzt zum letzten und wichtigsten Punkt. Es wurden in einer unglaublichen Tür Lügen verbreitet. Wobei die Rolle von Maybrit Illner die war, neutral und moderat rüberzukommen, wohingegen die anderen außer Gauland die Stimmung gemacht haben, die Lügen verbreitet haben, Halbwahrheiten erzählt haben, getäuscht haben. Und Maybrit Illner war scheinbar kritisch, aber tatsächlich ist sie bei den Narrativen nie eingeschritten, hat die Leute nie mit Fakten konfrontiert. Der Punkt ist doch, dass es immer noch den Schritt brauchte, dass Russland diesen Krieg begonnen hat. Ja, Russland hat den Krieg begonnen. Ich habe ja auch am Anfang gesagt, dass es falsch war. Ja, aber das ist ja letztlich eine hohle Phrase, wenn Sie sagen, ja, das ist ein völkerrechtswidriger Krieg. Gut, das kann man so sagen, aber was folgt denn da draus? Und für die AfD folgt daraus erstmal nichts. Weil sie letztlich der Ansicht sind, dadurch, dass Russland legitime Sicherheitsinteressen hatte, die hätten respektiert werden müssen. Und deswegen, dadurch wird dieser Krieg natürlich schon durch die Hintertür gerechtfertigt und legitimiert. Als etwas, das wie eine Selbstverteidigungsmaßnahme ist. Ja. Und so stellt der Kreml es ja selber auch immer dar. Das ist letztlich Kreml-Propaganda. Aber wir Deutschen sind natürlich auch in einer anderen Situation. Ehrlich gesagt, ich finde es keine gute Idee, wenn deutsche Panzer russische Soldaten töten. Wie bitte? Das sind ukrainische Panzer. Die übergeben wir an die Ukraine. Lieber Herr Kiesewetter, also ja. Nein, aber ja, das sind ukrainische Panzer, aber es sind natürlich deutsche Panzer, die russische Soldaten töten. Ja, aber in einem Krieg, haben den Russland aus gutem Grund hat, immer gesagt, Wir haben aus gutem Grund immer gesagt, keine Waffenlieferung in Kriegsgebiete, keine Waffenlieferung in Spannungsgebiete. Das können andere Staaten machen, ist völlig richtig. Kann man darüber nachdenken, dass es andere Interessen gibt? Wir Deutschen hätten es nicht machen sollen. Also man soll im Prinzip auf die Sensibilitäten eines imperialistischen, nach neuem Raum strebenden Staat irgendwie soll man akzeptieren, sozusagen vorsorglich, weil die eben so groß und so stark sind. Und dass dabei das Völkerrecht mit Füßen getreten wird, ist sekundär Das ist sehr schön, wir können immer
das Völkerrecht anführen. Wir wissen alle aus der Geschichte, dass sozusagen staatliche Auseinandersetzungen nicht immer nach Völkerrecht verläuft. Das ist nun mal so. Und haben die Amerikaner, als sie Libyen bombardiert haben, völkerrechtlich korrekt gehandelt? Es wird immer behauptet, die Russen seien das nur. Nein, Großmächte sind es leider oft. Und dann bestand eine Mordspendeldiplomatie von Biden, von Blinken. Man traf sich in Genf, das war für uns Europäer ein Warnzeichen, weil die Europäer nicht beteiligt waren. Von der Leyen ist gereist, Borrell ist gereist, Frau Außenministerin Baerbock ist gereist, der Bundeskanzler. Und Putin hat sie abblitzen lassen. Und selbst Zelensky hat Angebote gemacht, Verzicht auf die Krim, Verzicht auf die NATO-Mitgliedschaft. Und dann geschahen Butscha und Irpin. Und der letzte Vorstoß der Amerikaner im November wurde eindeutig von Naryshkin abgetan, indem er gesagt hat, wir haben bereits 18% des Landes, wir bekommen noch mehr. Und das ist genau der Punkt, dass von russischer Seite auch die 7 afrikanischen Staatschefs abgeblitzt sind. Man hatte kein Interesse am Verhandeln, weil man glaubte, das Recht des Stärkeren wird das Recht triumphieren. Und am Ende muss man nur lange genug geduldig sein. Und das ist das Bittere, auch das Bittere an der Haltung Ihrer Partei. Und wollen wir umgedreht sozusagen bis zum letzten Ukrainer und bis zum vorletzten Russen kämpfen? Ich meine, Entschuldigung. Wir wollen für die Freiheit der Ukraine kämpfen. Sie verhindert das Ausweiten des Krieges auf Moldau und die baltischen Staaten. Das ist angekündigte Kriegsziele von Putin. Entschuldigung, das ist bis jetzt nur ein, das ist eine Behauptung von Ihnen. Es ist angekündigt. Ja, also. So wie er angekündigt hat, dass die Ukraine kein Existenzrecht hat. Das sprechen Fakten. Was hält denn eigentlich die AfD davon ab, einen flammenden Appell an Putin zu richten, die Waffen schweigen zu lassen? Das wird diplomatisch. Nehmen wir jetzt erstes Butscha. Anhand der bekannten Tatsachen ist vollkommen klar, dass es sich hier um eine platte Inszenierung handelt. Am 30. März 2022 ist die russische Armee abgezogen. Am 31. März hat sich der Bürgermeister von Butscha freudestrahlend in einer Videobotschaft gemeldet. Von irgendwelchen Toten war da nicht die Rede. Am 2. April kam die Polizei in die Stadt, sie hat die Straßen gefilmt und es waren nirgends Leichen zu sehen. Es wurden Passanten interviewt, auch da war keine Rede davon. Am gleichen Tag wurde in den Medien bekannt gegeben, dass in den ukrainischen Medien dass dort eine Säuberungsaktion stattfinden sollte. Jagd auf Sympathisanten der Russen gemacht werden sollte. Es gab ein Video, in dem ein Soldat den Kommandeur gefragt hat, ob er auf jeden schießen darf, der nicht eine blaue Armbinde trägt. Das heißt, der offene Sympathisant der Ukraine ist. Auf den nachher veröffentlichten Fotos waren dann vor allen Dingen Leute mit weißen Armbänden zu sehen. Das sind Sympathisanten der Russen. In den Toten wurde Flechette-Munition gefunden. Das ist Streumunition. Als die Russen dort waren, wurden sie von solch einer Munition beschossen. Und es ist auch vollkommen unwahrscheinlich, dass wenn man jetzt jemanden umbringen will, man so eine Munition einsetzt, weil man gefährdet die eigenen Soldaten. Das heißt, es ist vollkommen klar, dass diese Munition für diesen Zweck nicht benutzt wird. Sondern dass man einfach Tote genommen hat, die rumgelegen sind und das inszeniert hat. Zudem gibt es Fotos, bei denen Zelensky, Bürgermeister und Ursula von der Leyen gelacht haben, freudestrahlend auf Fotos sich unterhalten haben, nachdem sie Trauerreden gehalten haben wegen der Vorfälle. Wir erinnern uns, bei Laschet wurde das Foto sofort veröffentlicht, als im Ahrtal es die Katastrophe gegeben hat. Das hier hat eine viel höhere Tragweite, bei allem Respekt, aber ein Massaker ist nochmal deutlich schlimmer als eine Flutkatastrophe. Und dass Ursula von der Leyen hier freudestrahlend rumgerannt ist, Zelensky, das kam in den Medien hier nicht. Das heißt, das ist hier eine platte Inszenierung, die nur deshalb verfängt, weil die Leute nicht informiert werden über die Vorfälle. Es einfach nicht transportiert wird, eine Informationsmauer herrscht. Und genau das wissen auch Kiesewetter und erzählen ihre Geschichten. Es war aus meiner Sicht wirklich unerträglich zuzuhören. Das fängt bei vermeintlichen Kleinigkeiten an, wie bei Nord Stream, das behauptet hat, Putin hätte den Gashahn abgedreht. Es wäre ganz einfach gewesen, eine Ausnahme zu machen für die Pipelines, zu sagen, okay, wir nehmen das von den Sanktionen aus. Und das hat man aber absichtlich nicht gemacht, dass die Leute das nicht betreiben können, sodass Russland gezwungen war, das zu untersagen, das zu machen. Hier wird es jetzt so dargestellt, als wäre es der Wille Russlands gewesen, die Pipelines dicht zu machen. Und Maybrit Illner schreitet hier natürlich nicht ein, womit sie ihren Auftrag der Öffentlich-Rechtlichen nicht erfüllt. Es wird grundsätzlich so dargestellt, dass Russland der imperiale Aggressor ist, der unbedingt die Ukraine erobern will. Endlich darauf wartet, das alte Sowjetimperium am besten noch mehr zu erobern. Am besten ganz Europa zu erobern. Das ist das Narrativ, das transportiert wurde und das Illner hat einfach passieren lassen, sie nicht eingeschritten ist. Wobei es ihre Aufgabe gewesen wäre, auf verschiedene Dinge hinzuweisen. Beispielsweise, dass 2019 Zelensky das Minsker Abkommen beerdigt hat und dass 2021 die Bundesregierung
das Minsker Abkommen für untragbar erklärt hat, bestimmte Bedingungen zu erfüllen und damit auch das Abkommen beerdigt hat. Und Merkel, Hollande, sie alle eingestanden haben, und Poroschenko, sie alle eingestanden haben, das Minsker Abkommen war nur dazu da, Zeit zu gewinnen, um die Ukraine hochzurüsten, um mit Gewalt die Ostgebiete zurückzuerobern. Was sah das Minsker Abkommen vor? Es sah nicht vor, dass die Ukraine zu Russland gehört, sondern es sah vor, dass es ein föderales System werden soll, wo die Ostgebiete wie die Bundesrepublik Deutschland gewisse Einzelrechte haben, also sich selbst ein bisschen bestimmen können. Aber dass sie Teil der Ukraine bleiben und dass die Ukraine neutral bleibt. Nicht, dass die Ukraine zu Russland gehört, sondern dass es einfach neutral bleibt. Wenn jetzt Russland unbedingt die Ukraine hätte erobern wollen, hätten sie es 2014 viel leichter gekonnt als jetzt. Was aber mit Abstand am schlimmsten ist, ist es, die Menschenrechtsverletzungen systematisch zu verschweigen. Seit 2014 von den Öffentlich-Rechtlichen. Was viele Nazis in der Ukraine geradezu anstiftet, Verbrechen zu begehen. Weil sie wissen, es wird im Westen nicht berichtet, sie können machen, was sie wollen. Und das hat hohen anstiftenden Charakter. Es wurde nicht berichtet, dass Donetsk im Sommer über viele Tage mit Streuminen beschossen wurde. Sogenannte Schmetterlingsminen. Und auch Mariupol, wo das Azov-Bataillon die Menschen als Geiseln gehalten hat. Und wenn Menschen versucht haben, die Stadt zu verlassen, sie erschossen wurden. Es wurde hier einfach ausgeschwiegen. Und jetzt könnte man sagen, okay, das ist jetzt von Russland irgendwie inszeniert, das sind alles Theatervorführungen. Das stimmt alles gar nicht. Aber man hätte es zumindest aufgreifen und prüfen müssen. Aber es wurde natürlich nicht aufgegriffen, weil es einfach nicht zu widerlegen ist, weil es viel zu viele Hinweise, viel zu viele Beweise gibt. Aus meiner Sicht gibt es keinen Zweifel daran. Und dass die Öffentlich-Rechtlichen dazu schweigen, ist ein Beweis dafür, dass es einfach nicht zu widerlegen ist. Es passt auch alles zusammen. Petro Poroschenko sagte selbst, людей під пенсіонерів, під дітей буде, у них немає. У нас діти підуть до школи і до дитячих садків. У них вони будуть сидіти в підвалах, бо вони нічого не вміють робити. І так, і саме так ми виграємо цю війну. Das sagt, es sind deren Kinder, es sind nicht unsere Kinder, das heißt, die Bevölkerung dort, sie gehört gar nicht zu uns. Also das sind wir sind die Ukrainer, die Arier, meint er wahrscheinlich, oder was auch immer. Aber die im Osten können anscheinend nicht dazu, weil das sind ja deren Kinder. Das sind ja nicht unsere Kinder im Osten, das sind ja deren Kinder. Und allein schon dieses Zitat 2014 zeigt, in welche Gefahr sich die Leute befunden haben. Und wie untragbar die Situation ist für die Leute dort. Und dass man unbedingt hätte 2014 der Westen, aber auch Russland, dass sie den Donbass hätten anerkennen müssen. Warum hat jetzt Poroschenko so eine Position eingenommen? Und natürlich ist das Motiv das, dass die USA spalten wollen. Den eurasischen Kontinent spalten wollen. Dazu zettelt man einen Krieg an. Und um den Krieg anzuzetteln, stiftet man Unfrieden, dass Bevölkerungen aufeinander losgehen. Und hier hat man jetzt die Ukraine dazu angestiftet, indem man in den Medien Stimmung gemacht hat, die bösen Russen. Und wir sind überhaupt viel besser. Wir sind genetisch besser. Und das sind die Orks. Und das sind Menschen zweiter Klasse. Und mit denen kann man alles machen. Das ist Freiwild. Und wenn die sterben, ist auch gar nicht schlimm. Dafür gibt es ganz viele Originaltöne. Dass man sich in der Ukraine so geäußert hat, und zwar nicht nur Svoboda, sondern eben auch, wie man hier sieht, Poroschenko. Weibert Illner hat verschwiegen, dass 2019 der Plan gefasst wurde von Zelensky, die Separatistengebiete gewaltsam zu erobern. Fakt ist, dass der Beschuss sich massiv erhöht hat vor dem 24. Februar 2022 seitens der ukrainischen Armee. Und es gibt auch viele Berichte, ich kann das mal verlinken, Hinweise darauf, dass die Ukraine eigentlich schon viel früher losschlagen wollte, schon 2021, aber die USA dann noch aus Afghanistan abziehen wollte und sie da zurückgepfiffen wurden. Und da kann man jetzt nicht sagen, das ist irgendwelche Propaganda, weil die Ukrainer das selbst als Staatsdoktrin festgeschrieben haben. Sie haben das 2019 verabschiedet, dass sie das genauso machen wollen. Und wenn sie es verabschieden, warum sollen sie es dann nicht machen? Sie haben ja Minsk aufgekündigt. Für sie hat der Waffenstillstand nicht mehr gegolten. Das heißt, das wäre ja vollkommen unlogisch, wenn sie jetzt den Waffenstillstand aufrechterhalten wollen, wenn sie ihn selbst gekündigt haben. Aber das transportiert alles Ende nicht, sondern sie suggeriert, der Waffenstillstand hätte bis 2022, hätten alle sich dran gehalten und Russland hätte es dann gebrochen. Aus meiner Sicht das Allerschlimmste ist die Skrupellosigkeit und die vollkommene Menschenverachtung. Was zeigt, dass diese Leute, das heißt die Medien oder die Leute, die dahinter stehen, dass sie vor nichts zurückschrecken? Es wird immer so getan, die Geschichte der Demokratie in Deutschland hat 1945 begonnen. Aber tatsächlich war die Weimarer Republik 1918 war auch eine Demokratie. Und in der Weimarer Republik haben die Medien die gleiche Rolle eingenommen wie heutzutage hier die Medien. Die USA haben als Demokratie nie funktioniert. Die Leute wurden von den Medien immer getäuscht. Und dieses System wurde nach Deutschland importiert.
Das ist beispielsweise erkennbar an dem Vorfall 1898, als ein US-Schiff explodiert ist und alle Medien behauptet haben, es wäre eine spanische Mine, aber es nachher sich herausstellte, das Schiff ist von innen explodiert. Das heißt, alle Medien haben kollektiv die Lüge verbreitet, es wäre Spanien gewesen und es wurde ein Krieg gegen Spanien geführt. Die Medien haben ein Kollektiv gebildet, sie haben als vierte Gewalt nicht funktioniert, sondern sie waren ein Propagandainstrument. Wenn man sich jetzt überlegt, Hitler wurde finanziell in den 20ern unterstützt, aus dem Ausland, aus den USA, was belegt es? Jetzt kann man sich natürlich vorstellen, wer Hitler unterstützen will, der unterstützt natürlich auch die Medien, um Hitler groß machen zu können. Und jetzt kann man sich vorstellen, wie es damals gelaufen ist in den 20ern. Hitler wurde ganz toll dargestellt in Deutschen. Ja, wir rächen uns jetzt und wir haben wieder unseren Stolz. Und das ganze Negative wurde einfach ausgeschwiegen, sehr wahrscheinlich. Und so wurde Stimmung gemacht für Hitler. Er ist ja der Tolle, der Große. Und er hat immer mehr an Prozenten gewonnen, die er nie hätte gewinnen können, wenn die Medien kritisch seine Negativen, seine Schattenseiten beleuchtet hätten. Wenn sie ihn schlecht dargestellt hätten. Er hätte nie groß werden können. Auf dieses Thema bin ich auch erst vor kurzem gekommen. Und der Grund ist, dass es einfach nicht erwähnt wird, wie es eigentlich sein konnte, dass Hitler in den 20ern groß geworden ist. Weil das ist nur möglich, wenn die Medien das unterstützen. Es wird nicht jemand einfach so groß. Das ist ohne eine Medienpräsenz noch nie geglückt. Jedenfalls nicht in einer westlichen Demokratie. Und das war die Weimarer Republik. Und jetzt sieht man, wieder, die Medien wollen es dazu anstiften, gegen Russland an vorderster Front zu stehen. Sie wollten, dass wir als Erste die Panzer liefern. Sie haben Druck gemacht, dass Deutschland möglichst vorprescht, was die Leute aber nicht gemacht haben, weil sie im Vorfeld zu gut informiert waren, zu einem großen Teil. Es gab viele, die haben das befürwortet, die ganz stark die Waffenlieferung, aber viele wurden im Vorfeld aufgeklärt. Und viele haben die USA schon kritisch gesehen und waren ein bisschen misstrauisch und haben sich da nicht so verleiten lassen. Aber die Medien haben ganz stark Druck gemacht. Und man kann sich vorstellen, dass die Bevölkerung ist wie so ein großer Tanker, wo man mit den Medien immer so leicht dagegen klopft und man diesen Tanker steuern kann, was aber dauert. Das heißt, es dauert verschiedene mehrere Jahre oder Jahrzehnte, bis man den Tanker in eine Richtung bekommt, aber das klappt dann auch. Und so funktionieren leider die westlichen Demokratien, die nicht funktionieren. Und jetzt kann man erkennen, in welcher Gefahr wir sind und weshalb man dringend über die Medien aufklären muss, die Leute sich des Problems bewusst werden müssen und man dann die Gesetze verschärfen kann. Dass wir tatsächlich unabhängige Medien haben, öffentlich-rechtliche unabhängige Medien, die ihren Auftrag erfüllen. Was wahrscheinlich noch nie der Fall gewesen ist, was eine vollkommene Revolution wäre, dass die Öffentlich-Rechtlichen versuchen, ausgewogen zu berichten. Da müsste man aus meiner Sicht ganz strenge Gesetze machen, dass das funktioniert. Also wie jetzt funktioniert es augenscheinlich auf keinen Fall. Da muss man sich überlegen, wie man das hinbekommt. Weil die Medien, wenn sie von einem Großteil der Bevölkerung konsumiert werden, wenn sie ein Kartell bilden, ist es immer brandgefährlich. Und natürlich kann man hoffen, vielleicht klappt es, wenn man die Leute aufklärt, dass sie bewusster die Medien konsumieren, dass sie genau dahinter schauen, ist derjenige glaubwürdig und kann ich dem vertrauen. Das wäre natürlich der andere Weg. Ihr könnt ja schreiben, was ihr denkt, was ich vergessen habe, was euch sonst so einfällt. Macht's gut.